Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen eskalativen Haul für euch. Ja, da ist allerhand mit dabei, was ich mir selber gekauft habe, was ich zugeschickt bekommen habe. Super viele krasse Aktionen und so. Also, ne, hier wird es ein bisschen Rabattcodes hageln. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, oh mein Gott. Ich habe mir auch einen lässigen Zopf hier an der Seite gemacht, einfach um das Ganze etwas aufzulockern. Denn ich werde hier sehr viel reden, ich werde hier sehr viele Infos raushauen und ich habe sehr, sehr viel hiervon auch schon getestet, kann euch da auch schon Reviews zu geben. Ne? Und es sind auch allerhand Neuheiten mit dabei. Wo ich aber tatsächlich so richtig basic-mäßig unterwegs bin, ist jetzt bei Haarpflege. Da kommen wir mal zu Kaimana. Und das möchte ich euch wirklich extrem ans Herz legen. Ich arbeite mit Kaimana zusammen, seitdem ich auf Corfu das erste Mal auch was, also seitdem kenne ich die Marke, ne? Seitdem hatte ich was auf dem Zimmer und habe das dann getestet und habe mir gedacht, oh mein Gott, wie gut ist diese Haarpflege. Ich habe auch immer wieder hochpreisige, also sehr, 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 sehr hochpreisige Marken getestet und für mich persönlich auch dagegen antreten lassen. Meine liebste Haarpflegemarke ist und bleibt Kaimana, muss ich euch wirklich sagen. Und da könnt ihr mit dem Code HAIRLIKECLAUDI15 15% auch auf das komplette Sortiment sparen. Das sind keine günstigen Produkte, die sind wirklich eher hochpreisig, aber die sind auch qualitativ der Hammer. Ich kann es nicht anders sagen. Und genau, da habe ich auch wieder jetzt ein bisschen Nachschub zugeschickt bekommen, was ich jetzt auch aktuell in Anwendung habe, ist definitiv der Leave-In-Conditioner und wir haben hier vegane, tierversuchsfreie Produkte, die ohne PEGs und Parabene auskommen, ohne Silikone und die sind wirklich, wirklich toll für die Haare, weil es fühlt sich nicht so an, als wären keine Silikone drin. Also ich finde, ich kriege dadurch extrem strapazierfähige, nennt man das ja, ne, sehr, sehr gute, gesunde Haare, glänzende Haare, vernünftige Haare und du brauchst von den Produkten halt einfach auch nicht viel, weil das ist nicht nur zusammen mit einer Dame entwickelt worden, die auch bei Dalton arbeitet, ne, und dementsprechend auch eine gewisse Expertise für Pflegeprodukte mitbringt, sondern halt auch mit einem Friseur und der weiß halt wirklich, was funktionieren muss und du brauchst nicht viel davon. Ich verwende jedes Mal nach dem Duschen 5 Pumpe oder 5 Sprüher hiervon, gebe mir das in die Hände und das ist auch sehr, sehr fest, ne, verreibt es in meinen Händen und gebt es dann so ganz vorsichtig in die Längen und Spitzen rein und das pflegt so intensiv. Also das hier ist auch das erste Produkt, was ich von Kaimana getestet habe und ich liebe es. Du hast ja auch diesen Hitzeschutz bis 220 Grad drin, was für viele auch sehr gut ist, wenn die ihre Haare wirklich stylen, was ich ja nicht mache. Und ja, dann habe ich auch noch die klassischen Haarpflegeprodukte bekommen. Die haben die jetzt auch erst, ich glaube, Anfang des Jahres richtig gelauncht. Da habe ich ja einmal das Shampoo in Anwendung. Das ist mit, also das ja, ist ein Volumen-Shampoo, was aber auch diesen Deep Cleansing-Effekt mit dabei hat. Das heißt, es reinigt richtig schön die Kopfhaut, aber ohne sie zu reizen. Es ist ein super angenehmes Shampoo. Das macht echt ein tolles Ergebnis. Also muss ich wirklich sagen, ich gebe das auch nur auf meine Kopfhaut halt auf, ne? Schäume das dann auch direkt auf der Kopfhaut auf. Auch da brauchst du nicht viel von, du brauchst nur ganz, ganz wenig von den Produkten. Deswegen halten die halt auch Ewigkeiten. Und dann ist der Preis meiner Meinung nach halt auch echt gerechtfertigt. Ich blende euch die Preise ja auch mit ein. Und genau, also hier haben wir auch wirklich, also ich glaube so maritime Inhaltsstoffe sind auch in diesen Produkten so mit drin enthalten. Sehr natürliche Inhaltsstoffe. Also hier haben wir über 90% natürliche Inhaltsstoffe drin. Hier haben wir 94,4% natürliche Inhaltsstoffe. Dann haben wir hier auch über 90% im Conditioner. Also, ne, und ansonsten halt auch wirklich pflegende Sachen mit dabei. Das tut einfach gut. Ich kann es nicht anders sagen. Hiervon brauche ich nur so 2 bis 3 von den Pumpern. Und da, das ist nicht viel Produkt, aber ich merke es halt, wenn ich, also von dem Conditioner, das ist der Intensive Nourishing Conditioner. Schaut so aus. Ich merke es halt, wenn ich unter der Dusche stehe und dann halt auch so richtig, ja, meine Haare sind dann halt ja bedürftig, um das mal so zu sagen. Die müssen viel aushalten. Ich habe ein kleines Kind, das heißt, ich habe, wenn ich meine Haare wasche, wirklich Sand in den Haaren. Ich habe Banane in den Haaren, ich habe Brei überall und dementsprechend muss ich zusehen, dass ich da auch eine vernünftige Haarpflege habe und mein Kind zieht an meinen Haaren, deswegen habe ich hier auch echt, also unglaublich, wie es aussieht. Ich hoffe, dass die Produkte von Kaimana das Ganze jetzt wieder noch ein bisschen mehr retten werden. Aber gut, ne? Man sieht es auch wieder. Ich habe hier meine Antennen stehen. Auf jeden Fall, davon 2 bis 3 Pumpstöße und wenn ich das in mein feuchtes Haar, in meine Längen und Spitzen nur so ganz vorsichtig reinarbeite, merke ich beim Reinarbeiten schon direkt, wie geschmeidig alles wird. Also das entwirrt alles direkt und das ist so schön. Also du hast einfach damit eine ganz, ganz tolle Haarpflege, wenn man sich das mal anguckt und ja, also
Ihr könnt mit meinem Code HERLEIHCLAUDI15 dort sparen. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, denn das ist wirklich, wirklich von Herzen die beste Haarpflege, die ich je getestet habe. Und ich habe sehr viel getestet, ich sag's euch, ne? Und ja, dann hat mir auch noch die Gründerin hier eine Bürste mit beigelegt, die ich übrigens auch sehr, sehr schön finde, weil die sehr schonend ist. Die gibt halt auch so ein bisschen nach. Ich glaube, die ein oder andere kennt das auch von uns. Wir hatten so eine ähnliche auch schon mal in Boxen mit drin. Ich glaube, in der Goodiebox war das, ne? Finde ich sehr, sehr angenehm, denn ich merke, wie wenige Haare hier drin einfach sind, wenn ich meine Haare kämme. Das ist bemerkenswert, ne? Vor allem, wenn ich dann halt auch die Pflege von Kaimana in dem Zeitraum verwende. Also mega Empfehlung von meiner Seite aus. Ich verlinke euch das Ganze mal in der Infobox. Schaut echt gerne mal vorbei. Das ist ein junges Startup-Unternehmen und die haben sehr tolle Produkte im Angebot. Die haben auch verschiedene Shampoos und Conditioner. Und das sind jetzt die, die ich aktuell in Anwendung habe und die ich euch wirklich wärmstens empfehlen möchte. Machen wir einen kleinen Ausflug zwischenzeitlich in die Drogerie. Da habe ich mir random Apfelmus gekauft. Ja, Apfelmark, ne? Ich liebe Apfelmus. Ich kombiniere alles mit Apfelmus. Ich esse alles mit Apfelmus. Alles. Wirklich so gut wie alles. Ja, es gibt wenig, was ich nicht mit Apfelmus esse. Und ja, damit bin ich groß geworden. Und da ich halt selber mittlerweile zu faul bin, um selber Apfelmus zu machen, kaufe ich mir das halt. Und ich mag das von, ne, Rossmann in der Bio halt sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir auch, da habt ihr sicherlich auch schon irgendwie Short oder Videos oder sonst irgendwas zugesehen, Testvideos von Riva Loves Me, diese Eternal Sun Limited Edition. Das ist der Baked Bronzer. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass er nicht so glitzernd, schimmerig ist, wie er hier jetzt so aussieht. Wir müssen mal gucken, wie wir so miteinander klarkommen. Ne? Auch aus der gleichen LE habe ich mir diesen wunderschönen Pinsel gekauft. Ich finde diese Pinsel aus den LEs immer großartig. Die sind so gut von der Qualität her. Du hast ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Also sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man im Rossmann ist oder wenn man halt online dort bestellt. Ne? Dann habe ich mir auch noch dieses Coconut Multi-Use Spray geholt. Es ist echt so ein Ding, ne? Kokosnuss hauen irgendwie alle überall jetzt so mit rein. Aber mittlerweile ist es so, dass der Kokosduft mich nicht mehr so stört. Es war damals so, dass ich Kokos gar nicht mochte. Da bin ich echt gefühlt schreiend vorweggelaufen. Das rutscht hier ein bisschen, ne? Aber zu geschmeidig die Haare, zu glatt und glänzend. Aber mittlerweile ist es halt einfach so, dass ich das okay finde. Also das verwende ich, das ist in Ordnung. Ich esse ja halt auch einfach Kokos, ne? Auch mit in der LE. Ja, das ist der Bronzer Stick. Das ist alle mit Schimmer am Start. Also die sind doch alle wahnsinnig. Das ist eher wie so ein richtig dunkler Highlighter. Also ich muss mal gucken. Die habe ich, ihr seht, original eingeschweißt, ne? Noch nicht verwendet. Die sind just mal gerade hier bei mir eingetroffen. Aber ich habe mir gedacht, ich packe die mal mit in diesen Haul, auch wenn es jetzt eher random ist, weil ich tatsächlich hier überwiegend nicht Drogerie habe. Ne? Dann haben wir auch aus der Eternal Sun diesen Ombre Blush, der wohl sehr, sehr intensiv pigmentiert sein soll, was ich so gesehen habe. Da lasse ich mich auch mal überraschen, muss ich wirklich sagen. Der hat einen leichten Ombre-Effekt, aber er ist nicht zu intensiv. Und wir haben hier keinen Schimmer offensichtlich mit drin, was ich ja geil finde, ne? Und hier unten haben wir dann wirklich eher so ein Peach und hier oben ist es richtig krass pink. Ich bin gespannt, wie der auf meinem Gesicht abgehen wird. Ja, so, dann habe ich mir auch noch das Lippenöl mitgenommen, einfach weil ich super gerne Lippenöle mag und sie einfach auch regelmäßig verwende. Deswegen macht das für mich auf jeden Fall Sinn. Und hier bin ich mal gespannt drauf. Sun Reactive Nail Foils. Ich weiß jetzt nicht, ob die überhaupt meine Größe sind. Also will ich mal ausprobieren. Ne? Also ich habe jetzt aktuell noch eine Maniküre von Manico drauf, die ich mir gemacht habe. Ich glaube, wenn die dann mal in einer Woche, zwei Wochen ungefähr rausgewachsen ist, die lösen sich ja nicht bei mir, die wachsen einfach nur irre raus, ne? Dann werde ich die mal aufkleben und gucken, wie das so funktioniert. Bin ich gespannt drauf. Ja, so, und dann habe ich noch von Catrice diese Limited Edition gesehen, und zwar ist das, ich weiß gar nicht, Pulse Side of Life, genau. Einmal dieser Cooling Face Stick, der ist ja, ja, als sowohl Primer als auch für zwischendurch Abkühlen gedacht irgendwie. Also mit Aloe Vera und Meereswasser, wo wir mal wieder beim Thema sind, ne? Finde ich großartig, finde ich sehr interessant und ich kann mir auch vorstellen, ihr habt es gesehen, die Adventskalender gehen wieder los. Leute, ich sag's euch. Ich habe schon so viele bestellt und so viele sind auch schon auf dem Weg zu mir. Das ist Hammer. Auf jeden Fall sitze ich dann meistens hier mit Weihnachtsmütze, Weihnachtspulli und mir ist irre warm, offensichtlich. Und dann gebe ich mir sowas zum Beispiel auf die Beine oder hier so an den Hals, Dekolleté, ne? Das tut dann, glaube ich, ganz gut zwischendrin. Auch in der LE mit drin, das fand ich ganz spannend, ist so ein Lippengedönsen. Keep It Pool habe ich mir als Farbe mitgenommen. Das B-Face Lip Oil, natürlich wieder ein Lippenöl, ne? Wobei das für mich dann eher in die Richtung Lipgloss fällt, weil das ist ja schimmernd und so. Naja, werden wir mal ausprobieren. Dazu habt ihr sicherlich schon Content
gesehen. Und dann habe ich hier noch einen Eyeliner mitgenommen. Das ist so ein Waterproof Eyeliner, finde ich ja richtig toll, ne? Ja gut, heute habe ich sehr viel im Gesicht, weil ich einfach einiges ausprobiert habe. Da kommen wir gleich auch zu. Und das hier ist dieses Lavender Lemonade, also quasi wirklich so ein Lavendeltönchen, ne? Finde ich ganz spannend. Also mal gucken, wie deckend der auch so ist. Also wie der in meinem Gesicht dann auch wirklich performt und ob man das dann auch wirklich sieht. Aber ich denke, dass solche Dinge auch eher dazu gemacht sind, um sie dann halt solo zum Beispiel zu tragen, wenn man einfach nur ein bisschen Farbe aufs Auge haben möchte. Oder man kombiniert es zum Beispiel mit einem Bronzer oder mit einem Blush oder so, was man eh da hat. So, das räume ich mal zur Seite, denn jetzt kommen wir zu Dalton. Da habe ich nämlich ab heute für eine Woche wieder den Code BeautyClaudy. Da könnt ihr 20% auf alles sparen, auch auf die ganzen Sets. Das ist immer so eine absolute Empfehlung von meiner Seite aus. Also, ne, wenn ihr dort vielleicht einfach einen richtig krassen Schnapp machen möchtet, schaut euch die Sets an, weil die sind ja per se schon mal reduziert. Und dann noch mit meinem Code on top bekommt ihr halt richtig krasse Rabatte. Also mega Empfehlung. Und die haben heimlich still und leise von ein paar Produkten die Verpackungen geändert. Ich glaube, das könnte einige von uns auch einfach interessieren. Ich habe jetzt gerade erst leer gemacht hier dieses Derma Control Clear Skin Produkt. Und das seht ihr dann im nächsten Aufgebraucht-Video, wahrscheinlich in einer Woche, denke ich mal. Ne? Und hier habe ich das jetzt mal in der neuen Verpackung. Das gibt es schon ein bisschen länger, aber ich habe mir das jetzt erst dann mal so bestellt und das ist halt, dass die umstellen auf Glas. Also es wird jetzt nach und nach das komplette Sortiment immer nachhaltiger umgestellt. Es wird auf Glas umgestellt, die Verpackungen werden einfach umweltschonender produziert und so weiter. Ne? Also dass man halt auch in dem Sinne ja einfach ein bisschen mehr was Beitrag zur Gesellschaft leistet, in Anführungsstrichen, obwohl Dalton das oder so macht, weil die halt auch eine richtig geile Hautpflege liefern, also Meereskosmetik. Einfach das A und O für mich, ne? Und ja, das ist ein Produkt, was ich richtig gut finde, wenn ich meine Erdbeerwoche habe. Also wenn ich meine Tage habe, meine Periode. Es gibt tatsächlich Leute, die es triggert, wenn ich Erdbeerwoche sage. Es tut mir vollkommen leid, nicht. Und das gebe ich mir dann, weil ich halt dann vor allem hier in dem Bereich Unreinheiten bekomme, ne? Gebe ich mir da auf und also erst den Toner, dann gebe ich mir das auf, tappe mir das ein bisschen ein. Lass das auch so kurz einziehen. Das sind 2-3 Minuten, mehr muss es gar nicht einziehen, weil das zieht sehr intensiv ein und damit beruhigt das die Haut. Das nimmt auch wirklich diese Unterlagerung weg. Das heißt, wenn man halt auch manchmal vielleicht dazu neigt, dass man hier vielleicht so ein paar Unterlagerungen oder Unreinheiten oder auf der Nase oder so hat, auf der Stirn, Leute, verwendet das einfach mal. Und ich weiß nicht, warum das so wirkt, aber es wirkt richtig toll. Und mir persönlich macht dieses Produkt einfach Freude. Ich habe es ganz am Anfang auch mal verwendet gehabt, da habe ich noch nicht so den Sinn darin gesehen, bis ich dann irgendwann auch mal so ein bisschen hormoneller bedingt es benötigt habe. Und ja, seitdem greife ich da halt wirklich ständig zu. Und auch das ist ein Produkt, was enorm ergiebig ist. Also ich glaube, dieses Ding wird mir ungefähr ein Jahr halten. Ne? Also ich verwende das ja auch nur punktuell, also wirklich nur SOS Control, immer nur dann, wenn ich wirklich Unreinheiten bekomme, wenn ich Probleme mit der Haut habe, wird es genommen und das funktioniert eigentlich ganz gut, denn ich versuche generell darauf zu verzichten, ich schaffe es nicht immer, rumzudrücken oder rumzuknibbeln oder so. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, dann klebe ich mir auf wirklich schlimme Sachen, auch ein Pickelpatch oder so, dass ich da nicht beigehe. Ne? Da bin ich immer so ein bisschen... Ja, noch eine neue Verpackung haben wir hier, also bei vielen, vielen Produkten, das habe ich euch beim im letzten Monat auch schon mal in einem kleinen Übersichtsgedönsen gezeigt, ne? Aber ja, hier haben wir auch dieses Redness Control Couperose Skin Anti-Aging Couperose Serum. Da sind 30 Milliliter drin enthalten. Ich werde halt einfach nicht jünger und ich kann noch so gute Hautpflege verwenden. Meine Haut wird altern. Das ist ganz normal. Und es ist ja auch nicht so, dass ich ein Leben führe, wo ich auf alles Mögliche Rücksicht nehme und ne, dass ich halt irgendwie theoretisch, wenn man eine wunderschöne Haut haben möchte, dann sollte man wirklich immer aufpassen, was ist mit Umwelteinflüssen, was ist mit der Sonne, was ist mit Abgasen, was ist aber auch mit der Ernährung, was ist mit Fastfood, mit Rauchen, mit Alkohol und so weiter. Ne? Und ja, yeah, ich bin halt echt kein Engel, um das mal so zu sagen. Und ja, genau, deswegen hat sich meine Haut ein bisschen verändert. Ich habe hier so ein ganz kleines bisschen... weiß nicht, ob das Rosacea oder sowas ist. Also es sind halt so ein bisschen ja geplatzte Äderchen quasi. Und da habe ich mir gedacht, werde ich das jetzt mal in Anwendung nehmen. Passte ganz gut, dass die da auch gerade das Verpackungsdesign geändert haben, weil dann kann ich euch das direkt auch mal zeigen. Aber es ist halt wirklich... ja, eine Veränderung in meinem Gesicht, ne? Am ganzen Körper, es verändert sich alles, es ist auch normal. Ich bin 35 Jahre alt, ich habe ein Kind gekriegt, natürlich verändert sich alles, ne? Und finde ich aber auch nicht schlimm,
es ist halt einfach so, ich mache das Beste draus. Und es ist halt einfach, gerade wenn man diese Rötung hat, eine unangenehme Geschichte. Das heißt, jetzt auch hier, wenn ich hier sitze zum Beispiel mit den Lichtern, generell ist es warm draußen und ich rede viel, ich trinke vielleicht ein bisschen zu wenig, wo ist mein Wasser? Prost an dieser Stelle. Naja, aber man versucht natürlich auch von außen so ein bisschen nachzuhelfen und da kann sowas helfen. Auch hier haben wir, wobei, ist das Glas? Nee, das ist hart. Nee, das ist, es fühlt sich total weich an. Aber ich glaube, das ist Glas. Das ist doch Glas, ne? Ist aber sehr, sehr angenehm tatsächlich. Ist ein richtiger Handschmeichler. Und ich hatte ja auch das Bild gepostet und da hattet ihr auch geschrieben, die alten Verpackungen waren irgendwie schöner und so. Mal so, würde ich sagen. Also zum Beispiel von dem SOS Pickle Concentrate gefällt mir das neue auf jeden Fall besser. Hier gefällt mir diese hier definitiv besser. Das war ja vorher auch in dieser kompletten Plastikgeschichte drin. Und ja, bei der Creme, wo wir gleich zu kommen, muss ich euch schon sagen, das fand ich definitiv vorher auch schöner. Wobei ich sie jetzt ja auch erst gleich mal im Real Life sehen werde, um da mal so ein bisschen zu gucken, wie ich sie so finde. Und da habe ich nämlich hier die Oyster. Boah, ist die schwer. Krass. Oyster Skin Balance Creme für Mischhaut. Das ist diese hier. Ja, ihr werdet euch wundern. Ich habe tatsächlich ja auch eine sehr trockene Haut, eine sensible Haut. Aber ich habe jetzt schon von mehreren Kolleginnen gehört, dass diese Oyster Cream halt auch bei trockener Haut im Sommer richtig gut funktionieren soll. Ich bin mal gespannt. Ich werde es ausprobieren. Und ja, das ist sehr schlicht. Die Online-Bilder sahen auch wirklich gar nicht so schön aus, aber ich würde mal sagen, wenn man diesen Tiegel so in der Hand hält, ist das um Längen schöner als das, was es vorher war. Definitiv. Auch wenn dieser Schriftzug wirklich sehr minimalistisch gehalten ist. Ich gebe euch vollkommen recht. Doch, da hätte vielleicht ein bisschen mehr Klimbim sein können, aber trotzdem finde ich es einfach schön gemacht. Also die Schrift fühlt man, wenn man so da drüber geht. Es fühlt sich sehr, sehr nice an. Auch allgemein diese Oberfläche. Ich weiß nicht, was das Milchglas, aber halt auch irgendwie so weich. Keine Ahnung. Fühlt sich sehr schön an. Und auch der Deckel ist meiner Meinung nach einfach jetzt ein bisschen schöner. Aber gut, ne? Das muss man halt für sich selber entscheiden. Ich finde, die Creme sieht schön aus. Definitiv. Hier sind 50 Milliliter drin. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wenn es einfach nur für morgens ist oder so, mal gucken. Also ich werde sie ausprobieren. Denn wenn es halt wirklich so um diese Skincare-Ingredients geht, um Wirkstoffpflege und so weiter, mache ich das vor allem abends. Dass ich da halt wirklich meiner Haut auch richtig viel Kabitjes gebe, denn da ist es mir ja Pelle, ob das irgendwie sich abrollt oder keine Ahnung, ob das irgendwie speckig aussieht oder sonst irgendwas. Ne? Da gebe ich halt meiner Haut richtig viele Wirkstoffe, die ich natürlich aufeinander abstimme. Hier dazu ein Video, aber das mache ich halt eher abends. Und über Tag ist es so, dass ich eine Feuchtigkeit brauche, dass ich dann darüber auch noch Lichtschutzfaktor gebe, den ich, wenn ich mich nicht schminke, dann über den Tag halt auch noch entsprechend erneuere. Wenn ich mich schminke, ist es meistens so, dass ich dann ja entweder hier sitze, das ist offensichtlich im Haus, oder ich bin halt irgendwo dann meistens eher unter Dach und Fach. Also weniger, dass ich mal draußen geschminkt unterwegs bin. Das ist, hört sich total traurig eigentlich an. Ne? Das ist aber tatsächlich die Realität bei mir. Naja, das ist auf jeden Fall die neue Oyster Cream, die ich tatsächlich von der Optik, von der Verpackung her sehr schön finde. Ich weiß nicht, haben die Umverpackung auch geändert? Waren die nicht vorher auch irgendwie nicht so? Die fühlt sich jetzt auch ein bisschen weicher oder so an. Keine Ahnung. Okay, und dann gibt es auch wohl neue Spatel. Keine Ahnung. Dein Nachhaltigkeitsgeschenk. Als Dankeschön für den Kauf unserer nachhaltigen Produkte schenken wir dir unseren neuen nachhaltigen Metallspatel. Den gab es vorher ja in dieser Plastikvariante. Das finde ich auch schön, ne? Dass die halt diese Spatel schon erneuert haben. Definitiv. Also ein schönes Ding. Das kann man auch für die Creme ganz gut verwenden. Beziehungsweise ich verwende tatsächlich, wenn ich solche Cremetiegel habe, keine Spatel. Also wenn ich eine Maske auftrage, eine Crememaske, habe ich einen Pinsel, damit gehe ich rein, ich gehe da nicht mit meinen Händen rein. Ja gut, und bei der Creme dippe ich mit dem Finger rein und gebe mir das aufs Gesicht. Oder ich habe eine Creme wie hier zum Beispiel, die sich dann in der Tube befindet, das ist wohl ein neues Produkt, Soft Focus Gel Cream, mattierend Ocean Elements. Da bin ich auch mal gespannt, ob sowas bei meiner trockenen Haut vielleicht doch funktioniert. Also da werde ich euch auch noch ein bisschen mehr zu sagen können. Die werde ich jetzt einfach mal anfangen zu testen und euch dann einfach mal auch ein Zwischenfazit geben. Ne? Auch hier haben die einfach dazu gesehen, dass die eine etwas nachhaltigere Verpackung haben. Also ja, das Ganze ist halt irgendwie auch aus 94% natürlichen Inhaltsstoffen. Generell natürlich die Inhaltsstoffe von den Produkten werden dann auch auf einen anderen Status gehoben, etwas erneuert. Wir haben die Produkte frei von Allergenen, so Duftstoffen zum Beispiel.
Farbstoffen, Mikroplastik, Mineralölen, Parabenen, PEGs und Silikon, also auf jeden Fall hierbei. Und ja, da sind halt jetzt die neu gelaunchten Produkte aus der Ocean Elements Reihe auch wirklich ganz vorne mit dabei. Man muss halt bedenken, dass Dalton auch ein Unternehmen ist, die auch eine ganze Weile schon auf dem Markt sind. Da kannst du nicht von jetzt auf gleich die komplette Produktpalette ändern. Aber da sind halt schon sehr, sehr pfiffige Leute am Start, die dann auch zusehen, dass die neuen Texturen dann auch nicht weniger pflegend für die Konsumentinnen und Konsumenten sind. Ne? Das ist halt echt so eine schwierige Aufgabe, aber die wird da ganz gut erfüllt. Ja, und dann gab es noch ein bisschen Nachschub an Augenpads. Die gibt es ja also ne, im 6er-Pack und hier habe ich auch nochmal 6 Stück. Tada, das sind diese Hydrogel-Augenpads, die sind einfach großartig. Die halten so, so gut und hier war auch die Verpackung überarbeitet worden, dass das Ganze halt auch irgendwie ein bisschen nachhaltiger ist. Das Sachet ist recycelbar, die Augenpads kannst du theoretisch kompostieren und so, ne? Also das ist halt wirklich eine gute Geschichte und ja, genau. Das finde ich einfach, also das ist für mich so das Produkt, wenn man halt noch nie bei Dalton bestellt hat, sollte man sich das da auf jeden Fall mal angucken, weil ich einfach finde, dass die sehr effizient sind, um es mal so zu sagen. Die kannst du leider nur einmal verwenden, ne? Das ist halt bei den Gesichtsmasken ein bisschen was anderes, also bei den Hydrogelmasken zum Beispiel oder auch bei den Crememasken, da hast du vielleicht ein paar mehr Anwendungen einfach für dich, aber die geben, gerade wenn du halt kurz vor einem Event stehst oder so, schon ordentlich was. Und da könnt ihr, wie gesagt, jetzt gerade mit Beauty Claudi 20% auf das Sortiment bei Dalton sparen. Absolute Herzensmarke. Ich weiß, viele sagen, Mensch Claudi, teste doch mal andere Skincare und so weiter. Mache ich, ne? Aber das Ding ist halt, dass ich wirklich immer wieder zu Dalton zurückkehre. Genauso wie das ja auch bei den Kalmana Haarpflegeprodukten ist. Ich teste immer weiter, dass ich euch auch eine breite Masse an Produkten halt so präsentieren kann, dass ich halt auch ein gewisses Wissen und auch eine gewisse Vergleichbarkeit mit reinbringe. Und was ich persönlich einfach euch auch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass selbst wenn ich eine Kooperation mit einer Firma habe, betrachte ich alle Produkte in allererster Linie kritisch. Dass ich sage, okay, ist das wirklich den Preis wert? Weil ich weiß, dass viele meiner Freundinnen und Familienangehörigen auch dort bestellen, jetzt habe ich eine Wimper im Auge, und dass wenn das halt echt nicht so hinhauen würde, dass die mir sagen würden, dass ich halt irgendwie ballaballa bin, ne? Und genau, deswegen sehe ich zu, dass ich euch dann auch wirklich nur die Produkte immer wieder dann auch aufbrauche, ne, was dann auch wirklich meine No-Brainer-Produkte sind, dass ich euch die Produkte dann auch immer wieder empfehle, die auch absolut ihr Geld wert sind, ne, das ist halt mein Job in irgendeiner Art und Weise und übers Jahr versuche ich dann auch immer mir ein mega Wissen anzueignen, dass ich verschiedene Produkte teste und so weiter, dass wenn dann die Adventskalender zum Beispiel jetzt kommen und ich die dann auch mit euch zusammen auspacke, dass ich euch auch einfach ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben kann. Also solltest du keine Unboxings von Adventskalendern verpassen wollen, abonniere mich sehr, sehr gerne. Ich versuche euch alles an Wissen rauszuhauen, was ich dann in der Zeit immer wieder neu auch angesammelt habe, an Produkterfahrung und so, denn ich bin halt Produkttester in dem Sinne, also in erster Linie und ja, versucht dann einfach immer alles so auch fair für alle halt auch zu machen, also sowohl für euch als auch für die Firmen, ne? Das ist auch immer eine ganz, ganz heikle Situation, aber meistens ist die Waage dann eher so auf eurer Seite, denn ja, ich bin halt unterm Strich auch selber Konsumentin, wie ihr gleich sehen werdet, denn ich habe so viel auch gekauft. Ja, zum Beispiel habe ich bei Lookfantastic was bestellt, es ist immer so, dass ich da ein gewisses Kontingent bekomme, für was ich mir da Produkte aussuchen kann und den Rest vom Schützenfest ja, ergänzt sich dann quasi mit meinem Geld, ist klar, ne? Und ja, da habe ich euch auch schon ein komplettes Video zugedreht, das dürfte auch schon online sein, das kann ich euch auch mal verlinken. Da ist jetzt gerade auch so ein Big Beauty Takeover, nennt sich das. Das heißt, die haben da auch so einen Mega-Sale, der heute endet, genau. Und da bekommt ihr mit Claudi Welt nochmal on top Rabatt. Also das ist halt, je nachdem welches Produkt ist, ist das total unterschiedlich. Ne? Also schaut da gerne einfach mal vorbei, dass wenn ihr dann im Warenkorb seid, gebt gerne meinen Code ein und die Produkte sind auch in der Infobox verlinkt. So, die haben jetzt als Marke des Monats, da schiele ich die ganze Zeit drauf, Rio de Janeiro, genau. Da gibt es dieses großartige Set, da bin ich auch echt gespannt drauf. Ja, Body Butter und hast du nicht gesehen. Und dieser Klassiker, ne, die Bum Bum Cream haben wir hier mit dabei. So ein großartiger Sommer-Ganzjahresduft, ganz ehrlich, ich liebe es. Dann, das hier ist eher so etwas, was ich verwende Richtung Herbst oder Frühjahr, wenn die Sonne halt nicht so doll ist und ich halt nicht so unbedingt Haut zeige. Weil hier haben wir, ich glaube, Retinol mit drin in der Bijaflor Elastic Cream.
Oder AHA, das weiß ich gerade gar nicht. Und dann noch die Delicious Drench Body Butter. Da können wir mal reingucken. Und hier haben wir auch den Duft von dem Cherosa 59, ne? Genau. Wo habe ich es denn hier drauf stehen? Weiß ich nicht. Also hier steht es jetzt nicht mit drauf. Nee, das ist dann einfach eine reparierende Geschichte. Hat einen sehr, sehr rosigen Duft, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann haben wir hier, steht das hier mit... Das stand sonst immer drauf, ne? Naja, mit dem Cherosa 68. Hier, Retinol. Da ist Retinol drin. Und hier haben wir probiotischen Hibiskus drin. So. Das riecht hier schon direkt raus, ne? Ich liebe es. Und natürlich unseren Klassiker, die Bum Bum Cream. Das ist mit, koffeinreichem Guarana-Extrakt. Kein Wunder, dass ich das großartig finde. Ja, und der Duft hat halt auch echt was von Pistazie, von Jasmin, von Vanille. Das ist... schon eine sehr, sehr coole Geschichte. Und ja, das sind halt auch so tolle Reisegrößen jetzt gerade wahrscheinlich auch. Aber es ist halt auch ein großartiges Geschenkset. Ihr seht die Preise alle eingeblendet. Es ist auch hier keine günstige Geschichte, aber ich finde, dass man hier einfach auch einen gewissen Rundumfaktor ja auch mit dabei hat, ne? Genau, also ich finde es schön, das Set mag ich gerne. Das habe ich mir jetzt neu bestellt, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wo wir auch wieder dabei sind. Wissen erweitern, Haarpflegeprodukte. Da gibt es von Sol de Janeiro auch diese Brazilian Joya Geschichte. Da habe ich ja einmal das Shampoo, Strengthening and Smoothing Shampoo. Also da muss ich einfach mal gucken. Ich habe halt einfach gehört, dass es auch irre gut riechen soll. Und gerade in den Haaren habe ich auch gerne Duft, dass wenn die Haare dann wehen und dann der Duft kommt, dann hält das einfach immer richtig lange, ne? Genau, und das ist für feines bis medium her. Dazu passend habe ich mir auch noch den Conditioner gekauft. Das ist einfach auch Strengthening and Smoothing. Und da haben wir halt dieses Cherosa 62 als Duft. Also das wird richtig abgefahren werden, dufttechnisch für mich so, ne? Und den Milky Leave-In Conditioner. Ich werde es dann mal wahrscheinlich zwischenzeitlich testen, weil bis ich die Kalmana-Produkte aufgebraucht habe, wird es Ewigkeiten brauchen. Und hier hast du tatsächlich auch noch einen UV-Schutz mit dabei. Wie hoch der ist, muss ich mir noch irgendwo mal durchlesen. Das steht hier nämlich so nicht drauf. Genau, schaut so aus. Und ja, wie gesagt, Sol de Janeiro gehört jetzt aktuell auch zu den Marken des Monats, sodass man da halt auch nochmal richtig intensive Rabatte bekommt. So viel zu den pflegenden Produkten, die ich mir dort bestellt habe. Zu den anderen habe ich euch, wie gesagt, ein Fullface gedreht. Da ist schon allerhand online. Ja, da starte ich jetzt erstmal hier mit Anastasia Beverly Hills. Da habe ich mir hier diesen Foundation Stick bestellt. Braucht man den? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt hier die Farbe 2 behalten. Die Farbe 1 habe ich dann verlost in dem Video, was ihr gesehen habt. Was ihr vielleicht gesehen habt, das ist nämlich hier der für kühle Hautuntertöne. Wenn man eine super leichte Deckkraft haben möchte, kann man sich das vielleicht angucken. Es geht noch leichter, das sehen wir gleich. Aber ich glaube, das ist ein schönes Alltagsprodukt, ja. Aber muss man dafür den Preis ausgeben? Ich weiß nicht. Sei euch selber überlassen. Ihr seid alle erwachsen, ne? Ich werde es weiterverwenden. Auf jeden Fall. Aber hätte ich vorher wahrscheinlich... Also, nein, anders. Würde ich YouTube nicht so hier machen und euch dann halt die Produkte reviewen und so weiter, hätte ich mir den wahrscheinlich eher weniger gekauft. Hätte mir vorher ganz viele Reviews und so weiter angeguckt, was ich euch auch grundsätzlich immer empfehlen würde, wenn ihr, bevor ihr euch irgendwelche Schminkprodukte, Pflegeprodukte kauft oder so, die vielleicht ein bisschen hochpreisiger sind als mal eben so in der Drogerie 55 Cent für ein Duschgel. Schaut euch ordentlich Reviews an, ne? Das ist immer wichtig. Auf jeden Fall hier... wäre nicht so eine absolute Empfehlung meinerseits, muss ich sagen. Dann habe ich mir, das hat mich ja tatsächlich eher positiv überrascht, Maybelline Sunkissed Blusher in der Farbe 06 City Sizzle. Den hatte ich vorher in so einem Orangeton, den ich einfach nicht so schön fand. Der war tatsächlich auch zu unsichtbar irgendwie. Da habe ich mich echt auch gefragt, wer soll den denn verwenden? Weil ich bin ja super hell. Ich bin ja fast transparent vom Hautunterton. Und wenn man bei mir schon einen Blush oder so nicht sieht, wo soll man den denn dann sehen? Ne? Also das ist dann wahrscheinlich eher als Highlighter gedacht. Naja, das hat man gesehen. Dann habe ich etwas, was ich richtig schön fand. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Bin ich ehrlich? Pixie on the Glow Super Glow habe ich in der Farbe Natura Lustre. Das ist ein Highlighter-Stick und ich war da sehr überrascht von, wie wunderschön der aussieht. Also hier nochmal die Farbe und das war so ein schöner, dezenter, aber gleichzeitig auffälliger Spiegel im Gesicht. Mit, ich glaube, einer transparenten Base, sagt man dazu, ne? Sehr, sehr, sehr schön. Ist auch richtig toll noch durchgekommen, trotz Abpudern. Und das ist
die absolute Entdeckung gewesen, hätte ich nicht mit gerechnet. So kann man es ganz gut sagen. Dann habe ich eine Lidschattenpalette mir bestellt, wo ich auch erst dachte, ach Mensch, muss das sein? Eine kühle Palette, Too Faced, neues Design, nicht ganz so meine Welt. Qualitativ, aber sehr, sehr überzeugend. Gerade die Schimmertöne waren richtig krass. Born This Way, Cold Smolder, Nudes heißt diese Palette. Und wenn man halt wirklich so einen kühlen Look mal schminken möchte, so einen richtig glamourösen Look, kommt diese Palette so gut. Das sind irre schöne, Schimmertöne. Also cremig, butterig. Ich brauchte kein Glitterglue darunter. Das ist schön verblendbare, matte Farben mit dabei. Eine ganz, ganz tolle Reisepalette. Die gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Also hat mich überrascht. Und die ist in Anführungsstrichen nur 30 Euro oder 29,45, glaube ich, ne, abzüglich Rabatten und so weiter. Gar nicht mal so sack teuer. Vor allem, wenn ich die dann vergleiche mit anderen Fünfer-Paletten, die auch gerne so für Reise genommen werden. Ihr wisst, was ich meine. Man darf nicht Dupe sagen, man darf nicht Zwilling oder sonst. Das ist immer schwierig, ne? So, aber da ist das auf jeden Fall mal sehr empfehlenswert von meiner Warte aus. Und dann habe ich mir noch ein paar Stifte bestellt. Jo, das ist ein Lip Liner von Kiko Everlasting Color Precision Lip Liner. Der ist ganz schön pinky flinky unterwegs, meine Damen und Herren. Ja, der ist schon intensiv, aber ich glaube, das war allein vom Namen schon irgendwie Flamingo oder so. 509, also die Farbe 09 ist das. Schön, wirklich schön. Hat auch gut gehalten. Also das war schon eine feine Kiste. Dieser Augenbrauenstift von Kiko hat eine sehr, sehr große Mine, was ich persönlich jetzt für mich nicht so schlimm finde, weil ich so oder so übermalen muss und viel malen muss. Da kannst du halt jetzt nicht super präzise mitmalen. Automatic Pencil habe ich in der Farbe 01. Das ist auch Light Blonde. Und Leute, das ist auch endlich mal einer, der wirklich passend ist. Der ist sogar fast einen Tick zu hell gewesen und richtig schön kühl und hat dieses leicht Aschige mit dabei. Ich mag sehr, sehr gerne. Habe ich jetzt heute nicht drauf. Habe ich für mich persönlich gestern getestet, für euch vor einer Woche ungefähr. Video ist verlinkt. Und ja, mochte ich gerne, mag ich gerne. Wird weiterverwendet. Den habe ich mir nachgekauft von Revolution, den Liner Pow. Das ist ein schöner Eyeliner, mit dem man eskalieren kann, aber auch sehr dezente Liner malen kann. Der hat eine relativ kleine, feine Spitze und ich finde den schön. Und für den Preis kannst du da wirklich nicht viel falsch machen. Der trocknet den nicht aus. Also meine Erfahrung, ich habe den ja auch einmal komplett aufgebraucht. Ne? Da habe ich richtig lange dran gehabt und sehr empfehlenswert. Wirklich für unter 5 Euro. Läuft. Läuft und läuft. und dann habe ich von Too Faced hier noch diesen Kissing Jelly Gloss in, ich glaube, Sour Watermelon oder so hieß die Farbe, auch sehr, sehr schön. Das ist ein Hybridprodukt zwischen Lippenöl und Lipgloss, was ich auch ganz interessant finde. Denn sonst sage ich ja, ist so ein Lippenöl ja immer ein Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenpflege. Und das hier ist dann nochmal ein Tick mehr Richtung Lipgloss, genau. Aber er ist nicht klebrig, er ist super angenehm, ist richtig schön auf den Lippen. Auch eine gute Empfehlung. Ja, und dann habe ich hier das My Way von Armani mir mal bestellt. Da habe ich echt lange dran rum überlegt. Wie viel habe ich denn hier drin? 30 Milliliter, genau. Das ist so ein toller Duft. Das ist ein richtig schöner Sommer-Frühlingsduft. Luftig, locker, leicht und super angenehm. Nicht aufdringlich, aber trotzdem wird man, also es wird halt so wahrgenommen als, was war das denn? Wie angenehm, wie gut riecht sie einfach, ne? Und ja, ein sehr schöner, angenehmer Duft, oh, der einfach, der ist, der schreit für mich nach Sommer und ich finde ihn sehr, sehr schön. Also sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und ich habe lange Zeit drüber nachgedacht, ob ich mir den holen möchte. Habe mir Zwillinge davon bestellt und so, um einfach zu gucken, mag ich den Duft, ne? Ich hatte ein bisschen Angst, dass er mir Kopfschmerzen macht. Denn ich habe ja dieses C von Giorgio Armani damals auch gekauft und verwendet und das hat mir immer Kopfschmerzen bereitet, leider. Und dann habe ich den irgendwann weitergegeben und dann war es halt echt schade ums Geld, ne? Naja, aber wie gesagt, bei Lookfantastic bekommt ihr die Produkte, könnt mit Claudi Welt ein bisschen was sparen. Da ist heute noch der Mega-Sale und ja, dicke, fette Rabatte für euch. Dann habe ich ein bisschen Nachschub bei Purish bestellt und zugeschickt bekommen. Und zwar von Gigan Gorgeous das Mighty Melt. Das ist ein Abschmink. Balsam, einfach einer der besten, die ich so kenne. Die gibt es jetzt ja auch in der Drogerie, bei DM, bei Müller findet ihr die, ne? Und den habe ich auch unten aktuell in Anwendung, weswegen der einfach nachbestellt werden musste. Und den finde ich sehr, sehr schön. Der schmilzt richtig schön, der nimmt das Make-up gut runter. Und ja, den sollte man auf jeden Fall aufemulgieren, dass man halt quasi ihn erst drauf macht, das einmassiert, dann mit Wasser aufemulgiert, dann abwäscht und dann halt mit einem nicht ölbasierten, sondern eher wasserbasierten Reiniger drüber geht. Zum Beispiel hier den
den Jelly Joker. Den kann ich euch auch sehr, sehr empfehlen. Ein sehr milder Reiniger. Da hat man kein Brennen in den Augen. Das ist kein reizendes Gefühl oder so. Ne? Das sind sehr schöne Produkte, die man, wie gesagt, bei DM findet, bei Müller findet. Die findet ihr aber halt auch bei Purish Online, wo ihr dann halt auch immer schön drauf sparen könnt. Ne? Claudis Welt 10 gilt halt dort immer. Und ja, die habe ich nämlich auch auf meiner Collection-Zeit. Ja, sodass ihr da dann auch ein bisschen was sparen könnt, was ich immer ganz schön finde. Auch die Neuheiten habe ich auf meiner Collection-Zeit. Und wir starten jetzt erstmal mit etwas, was mich leider traurig gemacht hat. Ich habe sie jetzt heute in der First Impression drauf. Also die Mascara ist das hier. Und ich muss sie noch ein bisschen mehr testen. Ne? Ich habe sie auch noch nicht abgeschminkt. Das heißt, ich muss auch noch gucken, wie das so funktioniert, sie runterzubekommen. Das habe ich dann auch in dem Schminki euch erzählt. Oder halt eingeblendet. Und das ist die Waterproof Visions Mascara. Ich liebe sie ja. Ne? Also das ist halt so eine meiner absoluten Lieblingsmascaras. Jetzt ist die in der Waterproof-Variante rausgekommen und abgesehen vom Verpackungsdesign ist sie halt eine ganz andere Mascara. Es ist einfach eine andere Mascara. Ich mag es, wenn ich diese Wawa Voom Lashes durch die Nabla Vision kriege, wenn es viel auf den Wimpern ist, wenn ich sie halt wirklich auch ausbürsten muss mit dem Spoolie hier vorne und so und wenn danach halt so richtig meine Wimpern Bäm schreien, wenn die halt bis zu den Augenbrauen hochgehen, voll und lang sind von der Wurzel bis in die Spitzen, abgehen wie ein Zäpfchen. Ihr seht selber, das macht die hier leider nicht. Und da muss man auch ein bisschen zackiger mit arbeiten, weil die ansonsten die Wimpern ein bisschen verklebt. Sie trennt die Wimpern sogar sehr, sehr gut, was die Nabla Vision in dem Fall nicht so gut macht. Sie gibt ein bisschen Länge, sie gibt auch Volumen, sie gibt Schwung rein. Aber dieses, was die Nabla Vision grundsätzlich bei mir macht, macht sie halt nicht. Die hat halt wahrscheinlich eine sehr, sehr andere Formulierung. Und vor allem hat sie einfach ein komplett anderes Bürstchen. Das ist zwar auch klein und fein, aber es ist nicht gebogen. Es ist irgendwie schon ein bisschen länger, ne? Und dadurch, dass sie halt wahrscheinlich auch irgendwas mit drin hat, was es halt wasserfest macht, trocknet die super schnell. Also man muss da schon zackig mit arbeiten und ich mache ja gerne meine 3 Schichten und so. Nee, leider nein, nicht so gerne. Vielleicht in Kombination. Das wäre vielleicht eine Idee, dass ich mir erst eine Schicht hiervon auftrage, dann die normale Nabla Vision, um mein Wawa Voom-Ergebnis zu bekommen und dann nochmal on top die hier gebe, damit das Ganze quasi versiegelt und wasserfest wird. Aber ganz ehrlich, dafür kaufe ich mir nicht 2 Mascaras für jeweils, ne, 25 Tacken. Schade eigentlich. Also da war ich wirklich, wirklich eben sehr, sehr enttäuscht, als ich die aufgetragen habe. Naja, dann habe ich euch auch in dem Schminky Swatches zu den neuen Cupid's Arrows eingeblendet. Da haben wir eigentlich 6 neue. Das hier ist, der hat sich dazwischen gemogelt. Also 3 von den Pop-Dingern. Das ist der hier und der hier. Sortieren wir das Ganze mal. Und die beiden, ach ist egal, lass mir doch jetzt mal so kommen. Wir kommen damit klar, ne? Genau, also das sind die 3 neuen Poppes, genau. Also die sind halt eher pastellig unterwegs, aber auch sehr, sehr intensiv. Und das sind die normalen Cupid's Arrows, sind super krass haltbar, ne? Also ich habe jetzt auf der Wasserlinie mir den hier aufgetragen. Das ist der Sage. Der hält jetzt schon seit 2 Stunden. Und er hat sich keinen Millimeter bewegt. Das ist der Wahnsinn. Dann habe ich mir als Eyeliner den hier aufgetragen. Das ist der Khaki. Und habe den mit dem Pecan, mit dem Pekan hier außen so ein bisschen. Den siehst du aber nicht wirklich, weil das ist einfach viel los auf meinen Augen. Absolute Empfehlung, ne? Und dieser Dragon Pop hat sich dazwischen gemogelt. Manchmal passiert es, dass einer sich dazwischen mogeln möchte. Etwas, was ich in meinem Gesicht trage, was einfach mein Highlight von dem Make-up war, sind die neuen Concealer von Danessa Myricks. Hammer. Hammer, 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 mäßig. Ich habe die Farbe 1 und 2 hier. Die Farbe 1 ist halt eher so für kühle Hautuntertöne und die Farbe 2 auf der Seite ist halt eher für neutrale. Man sieht da schon einen Unterschied, ne? Ich habe euch die auch gegeneinander mal geswatcht. Ich habe aber beide in Kombination aufgetragen. Also quasi erst was Helles hier außen hin, innen rein und außen hin und dann halt quasi die Nummer 2 hier unten drunter und die Nummer 2 halt auch so ein bisschen, um ein paar Unreinheiten abzudecken und so. Ja, die sind sehr, sehr cool. Also die haben halt eher eine Medium Coverage, aber trotzdem sieht es so natürlich aus. Und jetzt auch, nachdem ich mich geschminkt habe und so, der Concealer creased nicht. Der Lidschatten, der verändert sich schon so ein bisschen, das muss man wirklich sagen. Der läuft, aber da kommen wir gleich auch noch zu. Aber der Concealer, erste Sahne. Und wenn man halt, ne, da muss man halt auch zusehen, das ist auch nicht günstig, aber man kann jetzt auch
drauf sparen mit Claudis Welt sehen. Dann habe ich jetzt hier auch noch von Nabla die Viper Lip Mask in Coconut Cream. Das ist ja eine neue Variante davon. Die hatten vorher auch schon eine davon, aber halt in irgendeiner anderen Geruchs- oder Geschmacksrichtung. Da hatte ich immer ein bisschen Angst, dass es so plumpy wäre. Soll es angeblich aber gar nicht gewesen sein. Okay, naja, jetzt habe ich die hier. Die kommt bei mir mit an mein Bett, dass ich die abends immer verwende. Und da haben wir hier einfach so ein Pöttchen drin. Die habe ich eben aufgetragen. Fand ich hier sehr, sehr angenehm. Die ist aber nicht so, dass ich mir die dann von den Lippen lecken möchte. Das ist tatsächlich nicht so. Die riecht nach Kokos und leicht vanillemäßig, also so süß halt, ne? Aber zum einen nicht so aufdringlich, was ich angenehm fand. Und zum anderen ist es nichts, wo ich dann ständig über meine Lippen fahre. Das habe ich sonst öfters mal bei sehr, sehr süßen Geschichten, was ich nicht schlimm finde, ne? Weil manchmal hat man einfach Bock auf was Süßes, dann mache ich mir einen süßen Lippenpflegestift oder Lipgloss drauf, dann läuft das. Aber ja, das ist halt abends, da möchte ich eigentlich nicht so unbedingt noch was essen im Bett. Und das ist auch eine komische Geschichte dazu. Naja, auf jeden Fall kommt das jetzt an mein Bett und wird dann meine Lippen hoffentlich gut pflegen. Dann habe ich bestellt bei Charlotte Tilbury und ja, trage ich alles im Gesicht. Erstmal starte ich hier mit dem Invisible UV Flawless Poreless Primer. Das ist dieser hier. Hier steht zwar Lichtschutzfaktor 50 plus drauf, aber Leute, ihr werdet euch das niemals so dick auftragen, dass ihr auch wirklich einen Lichtschutzfaktor 55 erreichen werdet, ne? Also verwendet trotzdem drunter euren Lichtschutzfaktor. Dann dürft ihr nicht denken, dass es ein Primer ist, der jetzt irgendwie so porenverkleinernd, optisch mattierend oder so ist, wie man das zum Beispiel von dem Benefit kennt, ne? Definitiv nicht. Also das ist wirklich eher so ein feuchtigkeitsspendendes Produkt bei mir gewesen. Der war schon juicy. Also, ne? Jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was man verwendet, wenn man vielleicht... Wobei, das kannst du auch mit öliger Haut verwenden. Klar, gar kein Problem, aber... Nicht, wenn man darauf aus ist, mattiert zu werden. Das macht das Produkt nicht. Das muss ich aber nochmal mit einer anderen Foundation testen, weil die ich jetzt darüber getestet habe, ist nicht ganz so mein Favorit, um es so zu sagen. Das sieht jetzt vielleicht im Gesamten aus der Entfernung gut aus. Wenn man aber nah rankommt oder wenn die Sonne mal wieder aufgehen würde und man sich das im Sonnenlicht anguckt, du siehst jede Pore, du siehst jede Falte, jede Unebenheit. Das wird so krass damit betont. Das ist Hammer. Unreal Skin Sheer Glow Tint Hydrating Foundation Stick in der Farbe 1 Fair. Habe ich gekauft, habe ich aufgetragen, fand ich schon abgefahren. Also puh. Durch das Abpudern hat sich das Ganze noch ein bisschen weniger Zinnmann-mäßig angefühlt, ne? Und es flutscht. Leute, wenn ihr das nicht zeitig settet, es flutscht alles runter, es flutscht in die Fältchen. Du kannst da gar nicht so schnell gucken. Nee, also wirklich vielleicht als Highlighter. Vielleicht, das muss ich nochmal ausprobieren, aber nicht als Foundation. Würde ich nicht empfehlen. Es sei denn, ihr möchtet halt wirklich, wenn ihr halt wirklich dreht, so wie ich, ne, dann ist es aus der Entfernung eine coole Kiste. Sieht nice aus, sieht irgendwie auch super gesund und glowy und so weiter aus. Vielleicht sogar für eine Party, wo wenig Licht ist, aber nicht über Tag im Sonnenlicht. Also solltet ihr das verwenden, über Tag im Sonnenlicht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann habt ihr aber wahrscheinlich auch eine perfekte Haut, die ich nicht habe, ne? Und dann habe ich einen Blush, den finde ich sehr schön, den habe ich schon in einer anderen Farbe, in der Farbe Beach Peach Glow, habe ich mir den Beautiful Skin Island Glow Lip and Cheek bestellt. Dieses Island Glow würde erst vermuten lassen, dass da auch ein Glow drin ist, ist aber nicht. Also das ist halt eigentlich nur so ein, ne, Cream Blush und ich finde die Farbe immens schön. Mag ich gerne leiden, ich habe hier drüber gleich noch einen anderen, aber fand ich schön. Das kann man sich definitiv mal geben. Dann komme ich jetzt auch zu Odin's Eye. Da habe ich bestellt, weil da eine neue Palette rausgekommen ist und halt eine generell neue Reihe, die Soulmane 2. Da habe ich hier auch den Blush mir bestellt in der Farbe B105 Pink Bloom. Den trage ich auch und den finde ich so schön. So schön. Wirklich so schön. Die Verpackung hat mich positiv überrascht. Wir haben hier sogar einen Spiegel drin. Das Ganze fühlt sich auch sehr gut an. Ne? Also es ist Plastik, klar, aber es fühlt sich hochwertig dafür an. So schaut die Farbe jetzt erstmal im Pfännchen aus mit dieser wunderschönen Prägung. Das ist der Hammer, oder? Und ja, habe ich mir aufgetragen mit dem dazugehörigen Blushpinsel und der sich übrigens auch richtig toll anfühlt. Den habe ich auch neu gekauft. Ne? Richtig schön weich. Der gibt so schön nach und trotzdem gibt der gut Produkt ab und den habe ich mir dann hier so schön aufgetragen. Sehr schön. Hat sich schön ausblenden lassen. Gar nicht fleckig. Super, super schön. Also das ist ein
super empfehlenswertes Produkt. Dann kam der Highlighter und das Spiel war vorbei. Und der wird auch weiter wandern. Das ist der Moonlight Feel Highlighter. Ist jetzt auch schon wieder in seiner Verpackung verschwunden. Leute, ich habe mit vielem gerechnet, auch als ich die Bilder online gesehen habe. Aber ich habe hier die Farbe H107 Moon Tears. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mir mit diesem Highlighter einen Sternenhimmel auf die Wangen zauber. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, werde ich den weiter wandern lassen, werde ich den vielleicht für entsprechende Geschichten verwenden, dass man den vielleicht dann doch für eine Party oder so, ne, hier an der Seite habe ich den verwendet, da habe ich erst versucht und geguckt, ob das vielleicht einfach nur ein Overspray ist oder so. Nee, es ist schon sehr grob. Also ich sehe aus dieser Entfernung in meinem Spiegel die einzelnen Glitzerpigmente. Gar nicht mein Vibe. Ich weiß nicht, warum Odin's Eye das macht. Warum bringt ihr nicht auch irgendwie so wie bei Pixie so einen Spiegelglanz raus, ne? Dazu passend habe ich diesen Highlighter-Pinsel verwendet und ich bin auch den Anweisungen gefolgt, dass man das halt aufnimmt und dann halt richtig einpoliert. Aber Leute, diese groben Glitzerpigmente kriegst du nicht weg. Du hast zwar hier auch noch unten drunter einen etwas leichteren Glow. Ja, das sieht auch sehr schön aus. Aber ich sehe diese extrem großen Glitzerpigmente. Solltet ihr das haben, schreibt mir, ob das normal ist, ob das wirklich ein Overspray ist, was ich jetzt irgendwie mit einem Tuch unternehmen soll, oder ob das normal ist. Bitte schreibt mir das. Das ist, wäre mir sehr wichtig, weil ich dann halt den Einsatzzweck davon abhängig machen würde. Ich bin da echt enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Schade, ja. Ja. Dann habe ich mir aber auch bestellt die neue Solmane 2 Palette. Das ist die Moonwish Palette. Die habe ich jetzt heute mal nicht verwendet. Die werde ich dann in einem anderen Schminki mal ausprobieren. Das ist halt eine sehr blaue Palette. Und die ist schon schön. Ich bin auch gespannt, wie die Farben dann so performen werden, ne? So schaut sie aus. Und die ist halt sehr blau, aber halt auch mit diesem Gelb-Gold mit dabei. Und ist das eine Palette, die ich im Sommer einsortieren würde? Eher weniger eigentlich. Aber trotzdem finde ich sie schön. Also das ist jetzt, ne, eine schöne Palette auf jeden Fall. Aber wie gesagt, eher weniger eine Sommerpalette. Naja, ist jetzt im Sommer rausgekommen. Kann man machen. Dann habe ich gesehen, dass Odin's Eye jetzt neue Umverpackung für Mono-Lidschatten hat. Also die haben ja auch diese Einzel-Lidschatten bei sich im Sortiment, wo ich mir auch schon mal eine Palette zusammengestellt habe, was sehr, sehr teuer war. Und da hatte ich dann diese Umverpackung genommen, die gab es halt damals, ne? Das ist eine richtig gute Set-Palette quasi. Also eine sehr, sehr gute Palette, wo sehr, sehr intensive Magnete drin sind. Das war echt toll. Und ja, jetzt haben die aber eine andere Umverpackung, die ich einfach ein bisschen hübscher finde, nämlich diese hier. Ich meine, sorry, andersrum. Das ist halt einfach viel, viel schöner, ne? Gar keine Frage. Und das ist halt auch mehr Odin's Eye. Also diese Pappverpackung finde ich bei Odin's Eye sehr, sehr schön gemacht. Und da habe ich jetzt meine Monos reingemacht. Habe ich mir auch mal aufgeschrieben, welche ich so habe. Und da sind dann meine Monos drin. Das sind sowohl Schimmer als auch Metallics, Multichromes und so. Also richtig, richtig geile Töne. Da geht die Party ab. Ist eine Kombipalette, weil das sind alles eher Schimmertöne. Alles eher. Das sind alle Schimmertöne, ne? Die kannst du nicht alleine verwenden. Und ja, mega. Kannst du auch super mit einem Bronzer zusammen verwenden. Aber die sind halt sehr, 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 sehr teuer, wenn man das mal so guckt, ne? Aber ich hatte mal irgendwann eine Mystery Box, wo ich dann halt auch den ein oder anderen Mono mit dabei hatte. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, füllst du das mal auf. Ist ja das, was die eigentlich auch erreichen wollen. Und bei mir haben sie dann eine gute Kundin gefunden. Wo ich jetzt leider keinen eigenen Code habe, aber wo man immer irgendwie mit Save 10 oder Wow 10, je nachdem, das steht immer oben in dieser Durchlaufleiste, wenn man halt dort auf die Homepage oder in die App reingeht, ist bei Beauty Bay oder Beauty Bay. Beauty Bay ist eine Firma, beziehungsweise auch ein Online-Shop, der in Großbritannien sitzt. Die Produkte nach Hause zu bestellen, ist manchmal halt ein kleines, ja, wie soll ich sagen, Glücksspiel. Manchmal kommen sie halt auch leider nicht gar nicht so super heile an. Aber meistens sind die echt gut verpackt. Also gerade die eigenen Produkte tatsächlich verpacken die sehr, sehr gut. Und was ich da halt auch immer sehr feier, sind nicht nur die Eigenmarkenprodukte, sondern halt auch einfach die Möglichkeit, Drogerieprodukte oder neue Produkte ein bisschen eher zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, warum man das dort eher bekommt. Hat England einen besseren Draht zu Amerika zum Beispiel, als wir das haben? Keine Ahnung. Ich meine, ne,
Der Weg ist ein bisschen kürzer, keine Ahnung, aber das macht ja manchmal echt einen Monat aus. Auf jeden Fall haben die Botanical-Palette rausgebracht, die sich auch auf meinen Augen befindet. Ja, das ist ein kleiner Unfall auf meinen Augen, glaube ich, auch ein bisschen geworden, ne? Das sieht schon sehr, sehr dunkel, sehr, sehr wild aus. Ich habe versucht, einen Sommerlook zu schminken und habe versagt, denn ganz ehrlich, wenn man sich die Palette auch anguckt, das ist eine kühle Palette, die jetzt nicht unbedingt nach Sommer schreit. Ne? Und ja, schon als ich die geswatcht habe, habe ich mir gedacht, huch, das wird aber schwierig, weil das sind nicht nur dunkle Töne, sondern halt auch sehr, sehr kühle Töne. Und da habe ich dann ein bisschen versucht, mit diesem Orange das Ganze etwas klimbim-mäßiger hinzukriegen. Nicht wirklich. Ne? Also im Herbst ist es sehr wahrscheinlich eine Palette, zu der man dann greifen wird. Für mich ist es nicht unbedingt der beste Launch, den Beauty Bay in letzter Zeit hatte. Ich finde die Qualität nicht so geil. Also die matten Töne haben sich nicht so schön verblenden lassen. Ja gut, ich habe kombiniert Orange und Grün. Gar keine Frage. Die beiden passen jetzt nicht so gut zusammen. Aber ja, das hat echt nicht so schön funktioniert, wie ich das normalerweise gewohnt bin. Bin ich vollkommen ehrlich. Naja, passiert. Und dann habe ich mir gekauft hier das Augenbrauengel von e.l.f. Das Brow Illuminating Gel. Das hat mich ein bisschen erinnert an Dominique Cosmetics von der Konsistenz her. Verpackungstechnisch haben wir da meilenweite Unterschiede. Definitiv ist es hier ein bisschen günstiger gestaltet, ne? Aber wenn man sich das so anguckt, also von der Konsistenz her und so, ne, kommt das dem schon relativ ähnlich. Wobei das Brow Blowout Shaping Gel von Dominique Cosmetics ist tackernder. Wir haben hier immer noch, trotz vor vielen Stunden aufgetragene gewisse Flexibilität und Restfeuchte, nenne ich es jetzt einfach mal. Es ist jetzt nicht betoniert, wie ich das normalerweise so kenne und auch von dem von Dominique Cosmetics so kenne. Und ja, es ist ein schönes Augenbrauengel, wo man halt ein bisschen dann aufpassen muss und sich halt auch rantasten muss, weil das auch sehr viel Produkt erstmal abgibt, ne? Aber naja, wenn man das halt so ein bisschen eingearbeitet hat, funktioniert das ganz gut. Bei mir hat es erst dann auch das Augenbrauenprodukt hier so an dieser Stelle abgetragen. Also ich habe halt durch das Augenbrauenserum, was ich verwende, relativ lange Augenbrauen. Wenn ich das dann so hoch und reinkämme, dann ja, färbt es manchmal ab, je nachdem, welches Augenbrauen-Fixierungsprodukt ich verwende. Und hier war das halt einfach der Fall, ne? So, ein Lip Liner, den ich jetzt auch gerade trage und den ich sehr schön finde, ist der Lifter Liner von Maybelline. Den habe ich hier in der Farbe 06 Line Lider. Das ist dieser hier, eine wunderschöne Farbe, die ich sehr gerne mag. Hat für mich persönlich auch sehr gut kombiniert, funktioniert mit dem Lifter Gloss in der Farbe 004 Silk. Jetzt gerade habe ich noch einen anderen Lipgloss dazu kombiniert, da kommen wir gleich zu. Und den finde ich sehr schön. Der ist auch auf jeden Fall eine gute, haltbare Geschichte. Dann habe ich mir auch noch das Pinselset von e.l.f. gekauft, das 10 out of 10 Brush Kit. Das ist sehr empfehlenswert. Das muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich die Pinsel von der Beauty Bay Eigenmarke, also bei Beauty Bay selber, auch sehr, sehr gut finde, war ich da auch einfach mal ein bisschen interessiert dran. Und die habe ich auch eben, huch, alle verwendet. Da sind nämlich auch ein paar abgefahrene Pinsel mit dabei. Und das fand ich einfach spezieller und cooler, ne? Als wenn ich mir einfach so ein 0815 Pinselset, kenne ich eh schon, gekauft hätte. Schönes Pinselset, wo meiner Meinung nach Preis-Leistungs-Verhältnis echt krass ist, ne? Also kann man wirklich nicht sagen. Und ja, dann komme ich jetzt zu guter Letzt zu Notino. Da habe ich hier den so süß. Also ich habe super viel Parfum und auch so Boxen und so bestellt. Die kommen dann in separaten Videos. Das waren dann quasi dazu Bestellungen, ne? Weil ich es einfach süß fand. Essence, Juicy Bomb, Shiny Lip Gloss. Entschuldigung. Wie geil, oder? Und die hatten auch gerade so ein Sale, dass man halt nochmal on top irgendwie auf alles 10% bekommen hat. Und das ist einfach ein Ananas-Juicy Gloss. Voll geil. Hat einen leichten Schimmer mit drin. Seht ihr ja auch, ne? Ist ein schöner Lipgloss. Kann man auf jeden Fall machen und man hat einfach auch noch Spaß mit dabei. Dann zwei Neuheiten, glaube ich, von NYX sind das. Einmal gibt es diese Buttergloss jetzt in Blink. Da habe ich mir einmal die Farbe, ja, ist immer schwierig. Nein, da steht es Dripped Out 02. Das ist so ein Orangeton gekauft. Finde ich sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Das ist so ein bisschen wie Nars Orgasm, halt in so einer Tube als Lipgloss, ne? Dann gab es das hier. Den Buttergloss, das ist glaube ich eine Limited Edition gewesen oder so, in der Farbe 24K Gold. 25K Gold, Entschuldigung. Ja, auch sehr, sehr hübsch. Das ist tatsächlich von der Farbe her so wie der von Essence, aber hier haben wir halt einen Stern dran. Komm, komm, das ist süß, das ist ausgefallen, ne? Aber die Farbe ist schon sehr, sehr identisch hier.
Das ist crazy. Okay, dann habe ich mir auch noch so ein paar Masken gekauft. Einmal von Garnier, diese Koffein-Augen-Patches, keine Ahnung. Ne? Die fand ich auch ganz nice. Wollte ich mal ausprobieren. Dann die, die sind jetzt im Sommer richtig geil. Von Garnier die Hyaluronic Cryo Jelly Geschichten. Die sind nämlich auch so ein bisschen kühlend, was ich morgens sehr gut gebrauchen kann. Eine halbe Million Probiotika haben wir hier mit dabei, eine Repairing Eye Mask. Das ist eher etwas, wenn ich vielleicht mal einen nicht ganz so schönen Tag hatte und vielleicht ein bisschen mehr geweint habe. Da kommt sowas eigentlich ganz gut, einfach weil man dadurch ja eine gewisse Reparation, wenn man seine Augenpartie reparieren möchte, weil sie wund ist. Genau, dafür. Und dann habe ich hier auch noch mit einem Cooling-Effekt die Orange Juice and Hyaluronic Acid Geschichte. Genau, die habe ich nämlich noch gar nicht ausprobiert, da kann ich auch noch nichts zu sagen. Fand ich einfach spannend, habe ich mir gekauft. Und zu guter Letzt, das trage ich auch gerade, habe ich mir dieses Cerosa 62 Soul Parfum gekauft, Leute. Mit 8 Millilitern, das ist jetzt keine Riesengröße und das ist dafür auch echt viel zu teuer. Aber bevor man sich überlegt, sich das als Parfum wirklich zu kaufen, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Klar, wir kennen die Body Sprays, ne? Die sind toll. Wir kennen die Bum Bum Cream, wir kennen die Haarpflegeprodukte vielleicht, ich weiß es nicht. Was soll ich sagen? Ist es es wert? Wirklich. Also wir haben hier gesalzenes Karamell, Pistazie, Jasminblätter und Vanille. Und ich habe es drauf und es riecht gut. Ich will noch mal kurz dran riechen. Oh, ja. Also du merkst, wenn du es halt aufsprühst, direkt, dass es auch ein Parfum sein möchte und nicht nur ein Body Spray. Hat das jetzt eine mega krasse Haltbarkeit? Ich habe es jetzt vor 2 Stunden aufgetragen. Nein, leider nicht. Ich rieche es nicht mehr so super intensiv, nur noch ein Hauch von. Aber trotzdem, für mich persönlich hat es sich gelohnt. Ich bin da sehr, sehr happy drüber und ja. Ich freue mich da einfach drüber. Ich finde es irgendwie witzig, dass Sol de Janeiro jetzt dieses total beliebte Body Spray jetzt auch als Parfum-Variante rausgebracht hat. Aber schade ist trotzdem, dass die das halt nicht hingekriegt haben, dass das ein bisschen länger hält. Das ist wirklich schade, oder? Naja, ihr Lieben, das ist mein abgefahrener Haul gewesen. Also ja, ich hatte einfach ein Bedürfnis, euch das alles zu zeigen. Es ist Sonntag, ihr habt Zeit. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und ja, also ich habe euch alles, soweit ich konnte, in der Infobox verlinkt. Schaut gerne mal rein, auch wegen der ganzen Codes und so weiter. Ich weiß, das ist immer in diesem Holz so ein Bäm, 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 ne? Und ja, aber ich versuche euch immer so alle Erfahrungen und so weiter mitzugeben. Und ja, ihr Lieben, das Testen geht weiter. Aber ich habe natürlich auch meine No-Brainer-Produkte, auf die ich immer wieder zurückgreife, wenn ich halt einfach merke, dass meine Haut ein bisschen mehr Liebe braucht oder auch meine Haare, ne, ihr Lieben. Alles, wie gesagt, in der Infobox. Ihr Lieben, das war's. Mensch, reden. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.